Lehrende buddhistisch-taoistisch geprägter Übesysteme wie des Qigong, des Tai Chi oder des Yoga tun sich oft schwer mit der ZPP-Zulassung, weil sie mit der westlichen ZPP-Sehweise nicht vertraut sind. Sie sprechen sozusagen eine andere Sprache und geben frustriert auf. Viele wenden sich auch an mich mit der Bitte um Rat und Hilfestellung. Erster Schritt: Anmelden als Kursanbieter. In unseren Ausbildungen treffen sich sehr unterschiedliche Menschen. Hier sind einige davon. Warum bist du hier? Ja, ich bin krank. Ich bin Heilpraktikerin. Ja. Und ich möchte mich einfach fortbilden. Und da bin ich einfach irgendwann auf Tai Chi. Was ich hier mache? Ja. Ich mache ganz glücklich und zufrieden einen Kurs. Ich bin sehr glücklich, dass ich das, mich dazu entschieden habe. Ah, ist dein erstes Mal? Mein erstes Mal hier, aber nicht mein letztes Mal. Okay, dann sehen wir dich bald wieder, ne? Dieses Gruppentraining, das ist sehr gut, ja, was wir jetzt gerade machen. Das finde ich toll. Kleine Gruppe ist super, tolles Wetter, ganz anders als im November, sehr zu empfehlen. In den Sommer. Genau. Die ist schon lange nicht mehr da, bald kommt die. Zweiter Schritt, einen eigenen Kurs anbieten. Bei uns in der Ausbildung lernt man die lange Form des Yang-Stils und man könnte die Grundfiguren als einen Kurs anbieten, Vogel am Schwanz packen. Hier sehen Sie einige meiner Schüler. Aufstellung zur Form. Beginnen, Hände werden gedreht, Arme treiben auf, Ellbogen locker, Handgelenke gesetzt. Finger gestreckt, Arme langsam runter. Eröffnung des Tai Chi. Fuß schräge. Beide Arme. Hacke hoch, langsam den Schritt. Und schützen nach links. Im zurückgewichten Fuß langsam schräge. Sich setzen, Hacke hoch, Fußrand, obere Wänden, Schritt langsam weit, erst legen den Fuß, schützen, nach rechts. Dritter Schritt, Unterlagen hochladen. Das ist ein Kinderspiel, weil der Verband alle Dokumente ausstellt. Vierter Schritt, Konzepteinweisung. Die Einweisung in standardisierte Konzepte erfolgt beim DTB-Verband schon in der Ausbildung. Wir haben verschiedene, wir haben vier Konzepte. Eins für Tai Chi, eins für Qigong, eins für Partnerübungen des Tai Chi und eins für Partnerübungen des Qigong. Jeder kann sie frei nutzen. Fünfter Schritt, ZPP-Prüfsiegel-Vergabe. Nun geht der Präventionskurs unmittelbar in die inhaltliche und formale Prüfung, ca. 10 Arbeitstage. Bei positivem Ergebnis wird das Prüfsiegel Deutscher Standardprävention für den Kurs ausgegeben. Natürlich ist der östliche Weg viel länger. Man kann beim DTB-Verband auch weiter dabei sein, Seminare belegen und verschiedene Stufungen nacheinander erwerben. Hier ein Überblick.